Holy moly, jetzt ruckelt es aber wirklich ganz schön. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei... Oh, ruckel die Puppel, die... Bye, bye, Backstreet Boys. Ich guck mal in die andere Ecke des Zimmers. Alter Schwede, was ist denn hier los? Meine Güte. Ich bin der Baume, wir spielen Layers of Fear. Und es ist beängstigend ruckelig, das Spiel, gerade in diesem Raum. Ich weiß nicht, was da los ist, vielleicht weil so viel Zeug hier passiert ist. Ich habe mal die Idee, dass wir hier die Decke anstanden. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Dort oben wohnt eine gewisse Schwärze, die uns heimsucht, aber die geht weder weg, noch hilft sie mir weiter. Ich kann leider nichts gegen das Ruckeln machen. Ich habe hier in der Ecke, wo das Bett steht, extreme FPS-Einbrüche. Ich schieb's mal darauf, dass es noch Alpha ist. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Was mit diesem Bild auf sich? Was ist das schwarze Gebilde vor dir, Baume? Das frage ich mich halt eben auch. Aber ich kann mit dem leider nicht interagieren. Das ist zu weit weg. Das sieht aus, als hätte da jemand mit geronnenem Blut gemalt. Solange ich das... Schon Grammophon angemacht? Mello, grüß dich. Ja, hab ich. Wir können das Grammophon zwar anmachen, aber... Na, du geiles Grammophon, du. Wie sieht's aus? Hast du heute Abend noch was vor? Zu mir oder zu dir? Meine Bude ist schwarz. Hast du eine? Und dann bleibt's stehen. Das Lied ist zu Ende. Die Tür ist kaputt. Da kommen wir nicht durch. Können wir das Grammophon vielleicht aufmachen? Was ist das? Oh! Oh! Hä? Oh! Wir können da etwas einstellen? Okay, gut. Ich hab Dinge getan. Das muss ja jetzt was passieren. Das schwarze Zeug ist her, glaubst du? Ne? Ein Bild von seiner Seele. Aua. Das Bett hebt ab. Das Bett hebt ab. Hussa, da sind unsere FPS auch wieder. Wunderprächtig. Das ist ja toll. Du blödes Grammophon. Okay, wir haben also unser komisches Experiment hier wieder entdeckt, das wir mit Blut gezeichnet haben oder es vorhatten oder... Alter Schwede, oh. Mello, auch wenn du das vielleicht... Danke für den Tipp mit dem Grammophon nochmal. Ich wäre jetzt nicht hingegangen und hätte es nochmal aufgedreht und dann hätte ich es mir wahrscheinlich nicht nochmal von hinten angeguckt. Ich wollte eigentlich nur beweisen, dass es nicht geht. Aber man muss die Platte einfach rückwärts spielen. Und da macht man alles ungeschehen, was einen jemals... Läuft der Timer? Der Timer läuft, alles klar. Diesmal behalte ich ihn auch im Auge. Jo, wir können wieder gehen. Ich hatte schon Angst. Ich hätte das Spiel kaputt gekriegt. Das wäre ja gelacht. So, jetzt kann es ja gar nicht mehr gruseliger werden. So, wir sind wieder in unserem Atelier. Alles ist wunderprächtig. Ups, da habe ich einen ganz kleinen Schluck aufgekriegt. Unsere Wand wird immer hübscher, ne? Wir hatten also irgendwelches Viechzeug unter der Haut. Wir haben Ratten gefressen, verhungerte. Und Holzwürmer haben uns unsere Prothese zerfuttert. Und jetzt malen wir unser Bild zu Ende. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal hier. Hier haben wir noch irgendwas hingehangen, was wir für den Obstkorb gebraucht hatten, glaube ich. First I looked for a canvas, not just any canvas. I had to find a knife. Not only one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used the razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Ist das... Welche Haut? Was? Booze helped me keep my hand steady. Ist das seine? Weiß jemand, was Canvas heißt? Das könnte ich jetzt mal auch eben schnell googeln. Warte mal kurz. Das will ich mal googeln. Moment. Google. Mach Google auf. Ich bin gerade im Steam-Overlay. Das seht ihr nicht. Denn es wird nicht mit aufgenommen. Das neue Logo von... Die neue Type von Google ist total komisch, ey. Die haben ja jetzt ihr Logo geändert. Ich finde das ja nicht so, aber egal. Ich will den Übersetzer haben.
Google Übersetzer, wo ist er? Da ist er. Und das Ding heißt Canvas. Das wusste ich, was das heißt. Was heißt das? Leinwand. Ah, Leinwand. Leinwand. First I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Oh, als erstes habe ich nach einer Leinwand geschaut, aber nicht irgendeine Leinwand. Ich musste ein Messer finden, aber nicht irgendein Brotmesser, sondern ein richtig scharfes, ein Rasiermesser scharfes. Also habe ich ein Rasiermesser genommen. Und so, I used the razor in fact and then carefully flayed the skin. Flayed? Flayed? Flayed. Geschunden. Was? Flayed? Flayed. Ja, geschunden heißt es. Er hat also Haut als Leinwand genutzt. Seine eigene oder die von wem anders? Rückwärtsgang, na siehste. Jo. War das ein Kind? Ist ja ekelhaft. Wann habe ich das gesagt? Was ist denn mit dem Tischchen passiert? Wollen wir weitermalen? Wir sollten weitermalen. Alter, Haut als Leinwand, Haut! Und wir finden noch 1, 2, 3, 4, 5 dieser Abartigkeiten. Tja, da würde ich gerne die Trollen zensieren. Da würde ich gerne die Trollen zitieren. Mit ihren berühmten Worten. Was stimmt denn nicht mit ihm? Weg mit den Spaghetti-Flamingos. Wir können ganz andere Sachen malen. Das ist der Eingang der Höhle. Die Höhle ins Layers of Fear. Ein Layer ist ja eine Lage, eine Schicht. Leute, F5, 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 bin ich weg? F5? Was ist passiert? F5? Oh, mir ist gar nicht aufgefallen, dass Baumen einen Source-Button hat. Gollum, was ist mit F5? Alles da? Bei mir ist der Stream off. Oh, ich warte mal kurz. Ich pausiere auch kurz den Timer. Ich habe anscheinend nur noch 20 Zuschauer. Gerade eben waren es noch 70. Da war das Strömfutsch. Kack Twitch. Reh, komisch. Eben loot hier gar nichts mehr. Vielleicht ist der Source-Button jetzt weg. Ist er wieder da? Ist er weg? Ist irgendwas mit dem Source-Button? Manchmal passieren Dinge. Manchmal hat Twitch Probleme zwischen dem ungesourcten und dem gesourced. Hä? Oder irgendwas umzuschalten. Weiß nicht. Sind alle wieder da? Karazas hat F5 geschrieben. F5, F5, alles klar. Ich gehe mal einfach davon. Wenn er mich wieder seht, dann schreibt doch einfach mal Spaghetti Flamingo. Und während ich darauf warte, dass die Antworten kommen, gehe ich einfach meiner Theorie nach. Layers of Fear. Wir haben mit. Er hat anscheinend das alte Bild. Das alte Bild komplett überpinselt mit diesem, ja, was auch immer das jetzt ist. Ein Eingang einer, was weiß ich, Höhle voller mit Muskelgeschwürst und so. Moin Langsas, ja, kannst ruhig schreiben. Ratzupaltuff, ja, da wurdet ihr ordentlich verarscht. Spaghetti Flamingo, sehr schön, Spaghetti Flamingo, sehr schön, ihr seid wieder da. Sehr schön. Layers of Fear, er malt Schicht für Schicht das Bild und er malt immer wieder eine neue Schicht drüber und noch eine neue Schicht und noch eine neue Schicht und jede einzelne Schicht sind seine Ängste oder so, durch die er sich kämpft in diesem Haus Stück für Stück. Ich frage mich, wie viele Schichten dieses Bild kriegen wird. Und man sieht im Endeffekt immer nur die letzte. Was auch immer aus diesem Bild wird, man sieht nur die allerletzte Schicht. Man weiß nicht, was da alles dahinter steckt. Das macht mich nachdenklich. Ich meine, wer weiß, wie viele Bilder mal so aussahen und dann irgendwann wurde eine Mona Lisa drüber gemalt. Irgendwann. Aber wer weiß, wie viele Schichten Schlechtes darunter wohnen. Mr. Grizzly. Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit. Bilder von dir überdauern bis in die Ewigkeit. Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit, bis in alle Zeit. Bis in alle Zeit. Bilder von dir überdauern bis in die Ewigkeit, in die Ewigkeit. In die Ewigkeit. Das hast du aber schön gesungen. Textkenntnis 1, Betonung 5 Sätzen. Macht im Schnitt. Ich bin großzügig. Machen wir denn? 3, eine gute 3. Vision!
Vision. Ich habe eine Vision von die Zukunft. Ich sehe ein Bild. Ein Bild mit einem mächtigen Bart drauf. Es ist der Bart von der Vision. Und der Bart sagt, nimm ihn in den Mund. Ich weiß nicht genau, was er damit meint, Vision. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen in der bärtigen Runde. Wir haben auf der Tür geschrieben, Form entwickelt sich. Gut, dann wird sich diese Form entwickeln. Es ist eine Form der, was... Ja, eine Form der... ich weiß nicht. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr schreibt jetzt Spaghetti. Also singen kann die nicht so gut. In der Tat. Aber sie gibt sich Mühe, die gute Lotti. Ich find's toll, dass immer mehr Leute jetzt die Lotti einschalten. Beim Kev ist es so, weil die trollen ja sowieso schon eine ganze Weile. Da will anscheinend jemand nicht hin. Also entweder sollen wir da nicht rein, oder was auch immer da drin ist, soll nicht raus. Vampire Jesse, grüß dich. Pflege kaputt. Kann sein, dass dein Bart so ungepflegt ist, dass der Bot dir nicht antworten will. Schreib mal sowas wie Bartöl oder Bartwichse oder Ausrufezeichen Kamm. Kamm ist gut. Schreib mal Ausrufezeichen Kamm. Und dann probier's nochmal mit der Pflege. Da kann man leider keinen Command einrichten, wenn Leute gar keinen VIP-Status mehr für ihren Bart haben. Ja, ihr YouTuber, das ist jetzt Fachgeschwurbel von Twitch. Warte mal, die Tür nehme ich jetzt mal nicht. Ich nehme mal die dahin. Holy, okay, ich nehme die Tür, alles klar. Es tut mir leid, dass ich was anderes machen wollte. So, ist gut, ja? Ist gut. Mach zu. Ist ja wie ein Verhörraum hier. Oh, Spieluhrenmusik, Alter. Baume, hast du schon die Aufnahme gestartet? Ja, hab ich. Weißt du noch, das Intro, das hat unglaublich geruckelt. Hab ich. Oh. Was? Creators Block. Creators Block. Ja. Kreative Blockade. Kopfblockade. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen, aber ich muss. Ich muss doch irgendwie wieder zurück. Die Wand war vorhin noch nicht so nah. Was will die Wand von mir? Wow, wo ist die Tür hin? Och Gott, warum ändert sich alles? Warum ändert sich alles? Ich gewöhne mich langsam dran. Wo kommt denn die Tür her? Dann nehme ich doch die. Oh, fuck! Alter! Du hast ja einen Schlüssel. Das ist ja nett von... Warte mal kurz. Wo kommst denn du her? Okay. So, lass uns mal reden. Das geht schon mal gar nicht, dass wenn ich die Tür aufmache, du die ganze Zeit da oben auf dem Rahmen sitzt und wartest, dass du mich... Alter, nee, das ist mir jetzt echt zu creepy, scheiße. Mann. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh. Der Bot ist down. Okay. Nicht Intro-Baume, wo du... Stream aus, Aufnahme gestoppt. Nee, ich kann die nicht stoppen. Ich habe nur den Timer gestoppt, aber der Timer läuft gerade weiter. Jetzt läuft er weiter. Ah, diese Puppen. Oh Gott. Oh Gott. So. Baby born, Alter. Alter, das Rudel ist da, ich merk's. Ich merk's. Ein bärtiges Rudel, na ein Glück widerspricht sich das nicht. Oh Mann. Ah, knirz, knarz, knirz. Ja, natürlich auch Scherben. Oh, ist ja, da ist der Ausgang. Mach auf. Hä? Was ist da? Hä? Hä? Was? No. Warum ändert sich die Realität denn ständig? Oh, wir haben... In wie vielen Zimmern mit Betten waren wir denn jetzt schon? Sind wir immer irgendwie von einem Haus zum nächsten gezogen? Soll es das heißen? Sind wir denn irgendwie einsam durch die Städte gepilgert? Ich hab die Ah, fucking Leute! Myxinios! Nee, wer war das? Myxinios. Da kackt mir glatt das Internet weg.
ruckelt's. Es ist gerade im roten Bereich. Nee, Jesse, das gibt's hier leider nicht. Wie? So, ich gehe jetzt ins Bett schlafen, wünsche allen noch einen Abend. Lust auf mehr. Ich wünsche dir ja. Du kannst jetzt schlafen. Du Verrückter, du. Danke fürs Reinschalten. Und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Alter, du gehst jetzt schlafen? Ich habe gerade den Schlüssel für die Truhe hier gefunden. Die ist optional anscheinend. Ich hätte ja auch ohne die Babyborn-Geschichte hier... Wir haben Licht! Yes, ja! Was ist in der Truhe drin? Ja, nischt! Na Gott sei Dank haben wir den blöden Schlüssel mitgenommen, ey. Mhm. Und da? Nischt. Nischt. Ist jetzt mehr drin? So ein Quatsch. Da sind Mausefallen drin. Man sieht das aber echt schlecht hier. Sehr dunkles Spiel. Ist aber, soll jetzt keine Kritik am Spiel sein. Es ist einfach nur ein Fakt, dass es sehr dunkel ist. Das ist ja auch ein Mittel. Oh, fucking! Ich werde morgen heiser sein. Ich halte lieber meine Brille fest, nicht, dass sie mir auch noch wegfliegt. Baume, sing mal, jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Los, Baume, Kringelwald, das wäre total gelogen. Ich lüge doch jetzt hier nicht rum. Oh, ich lüge doch jetzt hier nicht rum. Und Baume. Sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Narvknecht? Der Narvknecht? Wer ist denn der Narvknecht? Ist die Zahl in der Cam dein Puls? Die hier unten? Die hier? Ja. Ja, das ist mein Puls. Und das hier drüben ist mein Death-Counter, aber ich glaube, den brauchen wir für dieses Spiel gar nicht. Weil ich glaube, man kann gar nicht sterben. Zumindest als Spieler nicht. Aber als da vor dem Computer sitzen, da sterbe ich hier schon tausende kleine Tode. Zum Beispiel die Aktion mit der Tür gerade. Alter Schwede. Und nein! Ja, nein. Mach Tür zu, ist gut. Schon wieder so ein Raum und es fliegt doch bestimmt gleich wieder das Mobiliar um die Ohren. Was ist da drüben für Licht? Da steht da wer? Da war gerade jemand! Da war, und dann hat es mit dem Kopf gewackelt und war weg. Alter, war das eine Puppe oder? Gleich steht's bestimmt vom Film. Hallo, Mops. Na? Alles fit bei dir? Ja, mach weiter. Ich hab da noch ein bisschen Pipi und Kacke am Monitor. Ist alles voll. Alles voll. Oh Gott, mein Herz. Oh. Oh. Leute. Das war laut. Es tut mir leid. Oh. Alter Baum, erschreck mich nicht so. Ja. 17 Puls. Ich hab gleich gar keinen Puls mehr. Oh. Oh. Also, Nachbar vom Baum will ich auch nicht sein. Ja, wir haben es ja noch vor 10. Es geht noch. Leute, Da drehst du dich extra vom Fenster weg, damit ich das Fenster nicht erschreckt und dann erschreckt dich der Raum. Oh Gott. Ich bin gerade ganz klein geworden. Dankeschön, Karazas. Danke, Fuji. Oh Gott. Oh. Das zählt als tot. Es zählt als sowas von tot. Wie geil, mein Frauchen hat's gerade gerissen. Narvknecht, ich dachte, du wärst gerade gegangen. Oh. Ach, der spielt wieder Horror. Ja.
Ja, Alter. Fucking shit. Alter. Fucking shit. Alter. Oh, bitte lass da nichts im Schrank sein. Warum gucke ich überhaupt nach? Oh Gott. Oh Gott. Boah, ey, jetzt kann ich Troll ins Highlights echt übelste Konkurrenz machen. Was ist denn da? Wieso leuchtet denn das Buch? Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Hat alles keinen Sinn. Heidi Tai, Alter. Boah. Wer hat denn die Tür... Was? Ich hab mich umgedreht. Das wollte ich nicht. Mach wieder zu die Tür. Restless Memories. Oh. Unruhige Erinnerung. Ruhelose Erinnerung. Boah, ja. Was auch immer das war. War das unsere Frau... War das unsere Brandleichenfrau? Oh Gott. Hier gibt's ein Highlight-Command. Gibt's ein Highlight-Command? Ja. Karazas, Ausrufezeichen, Highlight und dahinter noch, wie du es nennen möchtest. Oder Narfknecht hat's schon, dann kommt jetzt ein unbenanntes Highlight. Gott, die Scheiße, wer war... Oh, ich hab nur Beine gesehen, aber das waren keine sexy Beine. Mach auf, war das unsere Frau? Alter, ich springe an die Decke, was ist los? Ich bin nicht mehr bereit dafür, Ich bin nicht mehr bereit dafür. Ich will nicht mehr. Wo ist der Lichtschalter? Ah! Machen wir wieder aus? Geht nicht. Tja. Da sah das im Dunkeln doch gerade echt noch so aus, als wäre die ganze Bude an der Decke. Ja, da habe ich mich voll geirrt. Tja, so kann man sich täuschen. Und der Regen klopft ans Fenster, aber wir lassen ihn nicht rein. Was bist denn du? Oh, Drendling. Oh Gott! Grizzly, hallo. Moin. Alter. Ich kann doch nicht mehr. Drandling Dread. Patient. Thirsty. Thirsty? Thirsty. Geduldig? Very lawless. Afraid to look up. Hat Angst nach oben zu schauen. Hat er die da aufgehangen? Hat er die da zappeln lassen? Was hat er denn mit denen gemacht? Thirsty. Patient. Thirsty. Geduldig. Durstig. Furry. Was ist das? Lovecious. Furry. Afraid to look up. Ich werde nicht schlau draus. Drehen konnte ich es auch nicht. Wieder was für unsere Wand. Da werde ich mich später nochmal mit beschäftigen. Was hat er denn nur mit den Ratten angestellt? Warum hat er denn keinen Kammerjäger gerufen? Was ist denn nur los? Mann, Achim. Man kann hier so viele Sachen aufmachen, aber es ist irgendwie immer nur schönes Zeug drin, aber nie was Nützliches. Man macht trotzdem alles auf. Looten und leveln, Leute. Looten und leveln. Gute alte Amnesia-Tricke, Mann. Unten anfangen. Nöscht. Oh Gott. Ich guck mir keine Fenster mehr an, ey. Warum geht denn die Tür da eigentlich nicht mehr zu? Ist mir jetzt egal. Ah. Warum gebe ich dir den Todesstoß? Nicht nur du, Grizzly. Nicht nur du. Itronics! Doing. Herzlich willkommen in der Runde. Ruckelt es bei euch? Sagt mir bitte Bescheid, wenn es irgendwie komisch wird. Taloren! Spielt Malen nach Zahlen, Narben zusammen. Ja, grüß dich, Taloren. Alles fit? Ja, du, das ist nicht nur Malen nach Zahlen. Das ist, wir malen mit Blut. Das erfrischt die Sinne. Und das riecht auch so toll. Ein Brief. Ein Brief an wen? Ein Brief an die verwaschene Schrift. Ist hier hinten was? Da ist eine Tür, da gehe ich nicht hin. Da ist noch eine Tür. Eine helle und eine dunkle haben wir. Ich würde mal die dunkle probieren. Ja, da hat anscheinend jemand keinen Platz mehr gehabt in der Bibliothek. Mann, Achim, ey. La 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 la
Jetzt will ich mal gucken, ob die Tür da hinten, weil die ist nämlich beleuchtet und Licht ist ja oft ein Wegführer. Ist die verschlossen jetzt? Nein, die geht auch... Okay. Ich dachte, wir können uns Optionen verbauen, aber ich will hier nochmal reinschauen in den Raum. Hier scheint es ja eine Sackgasse zu... Da ist wieder unsere Staffelei. Oh nein. Oh nein, warum gehe ich denn hier rein? Ich könnte doch auch in den anderen Raum gehen. Was ist das für ein Bild? Oh, Mann, du hängst doch bei mir im Flur. Also zumindest in dem Flur, von dem ich denke, dass es der echte ist. Warum flüstert das Bild? Was ist denn da? You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Ja, hässlich, hässlich. Du wolltest ein authentisches Bild von dir, du Pissarsch. Und ja, er ist sehr hässlich. Aber er malt die Leute halt so, wie er sie sieht. Gott, das Zimmer hat sich verändert, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was steht denn hier? Blind Fools, blinden Tölpel. Cretons. Einfach. Cretons, ihr seid alles Cretons, ihr seid ein Haufen Cretons. Die Barry ist auch da. Barry, grüß dich. Hallöchen. Es geht um Bildermalen, Barry. Hier lernst du noch was. Was wir bereits gelernt haben, ist, dass man tote Ratten isst und sich sein eigenes Blut abzapft und in ein Gläschen füllt und damit malt. Aber wenn du das machst, dann nimm eine Spritze. Steck dir nicht einfach einen Schlauch rein und zutsch dran, so wie er es gemacht hat. Er hat nämlich die ganze Nacht von seinem eigenen Blutgeschmack geträumt. Das ist doch ein bisschen komisch, ne? Das war echt komisch. Man sollte nicht wissen, wie sein eigenes Blut schmeckt, es sei denn, man hat sich in den Finger geschnitten. Holy moly, was ist denn nur mit ihm passiert? Was ist mit seiner Frau passiert? Sind wir überhaupt noch... Leben wir überhaupt noch? So, seit... Oh nein, ich dreh mich nicht rum. Das ist unsere Frau, das ist unsere komische, kranke Brandopferfrau, die uns in unsere tiefsten Albträumen verfolgt. Ich will mich nicht... Die steht wieder am Fenster, oder? Oder steht die bei uns im Zimmer? Warum müssen die sich so creepy bewegen? Das ist so ein Ding, was mich wirklich von allen Sachen mit Abstand am meisten auscreept, wirklich, ja. Es gibt ja Angst vor Puppen oder Clowns oder so. Aber so unnatürlich schnelle zuckende Bewegungen, das finde ich am furchtbarsten. Ich wette, wenn ich mich jetzt umdrehe, ist sie da gar nicht, aber... Oh Gott. Nein, sie ist da. Sie steht am... Gleich macht sie irgendwas. Sie ist weg. Warum verfolgt sie uns? Ein Glück haben wir sie ausgesperrt. Ein Glück ist sie nicht hier drin. Warum verfolgt sie uns denn? Wir wollen sie doch gar nicht sehen. Ich glaube, das ist das ganze Problem, dass wir sie nicht sehen wollen. Dass er sie nicht sehen will. Nachdem sie so schwer verunglückt ist, nachdem sie keine Musik mehr machen kann und so fürchterlich entstellt ist und so sehr auf die Hilfe anderer angewiesen ist und ihr ganzes Leben ist kaputt und er trägt es nicht, sie anzuschauen, dann hat sie von sich weggestoßen. Um sich selber besser zu fühlen. Hat das versucht zu ignorieren, was geschehen ist. Wir fahren wieder nach unten. Oh, und er hat sie damit zerstört. Wahrscheinlich hat er sie damit noch viel tiefer in den seelischen Abgrund geritten. Vielleicht hat sie dann irgendwie geschafft, in ihrem Zustand Selbstmord zu begehen. Vielleicht kommt er darauf nicht klar. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja das, was ihn so beschäftigt. Weil sie waren ja mal glücklich. Ich finde, das ist eine Theorie. Das ist eine Theorie wert. Abandon hope while you can. Was? Steht da echt abandon? Abandon heißt doch vertreiben oder ja, oder abstoßen oder vergessen. Also wir sollen die Hoffnung verlieren, solange wir noch können. Ja, wow, ein Raum voll... Ja, jetzt passiert doch gleich wieder irgendeine Scheiße. Hashtag umdrehen. Die macht Zucki Mac, Leute. Ich bin kein Croton, ich bin kein kleines Brotstück. Ich lese noch ein bisschen den Chat, ist gerade so schön. Da sind nur geglitschte Models, die man recycelt hat. Ja, ja, Ibi Power.
Ein Glück! Hab ich gerade den Chat gelesen. Aufgeben, Baume, aufgeben. Okay, ja, also wirklich, ja, die Hoffnung verlieren oder aufgeben. Das Time-Messer wurde geteilt. Was für ein Ding? Jetzt wird's Bioshock, das glaube ich nicht. Wie steht's mit dem Timer? Ja, wir haben noch 5 Minuten. Fünf Minuten haben wir noch, dieser Raum. Oh, das sieht schön aus. Wir sollten ein Bild davon malen und dann scheißen wir an die Leinwand und überpinseln es mit unserem Blut. Ja, ja, dann trinken. Vielleicht finden wir auch noch ein paar eitrige Pickel, die wir verwursten können. Das ist ein schönes Gelb. Ach Gott, so wird's doch laufen. Damit malen wir doch dann unser Bild, oder? 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 Wer weiß. Unser Bad. Eine Wanne. Nee, 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 nee. Nö, nö, nö. Hey, Püppchen. Hey, hey, Püppchen. Du hast da einen Zettel. Lass mich den mal mitnehmen. Oh Gott. Silent Floaters. Stille. Ja, Floating heißt doch so an der Wasseroberfläche treiben. Die Ratten. Was habt ihr nur mit den Ratten? They cloak the drains. Sie krabbeln durch den Abfluss. Fur in the water. Fell im Wasser. No bed is for me. No baths for me. Ich gehe nicht baden. Der traut sich nicht in die Wanne, weil die voll ist mit Ratten. Verschwindest du jetzt wieder? Ja. Flup. Ja, denn warum wohnt ihr denn in einem Haus voller Ratten? Wie kommen die Ratten hier rein? Vielleicht für das Crimes United. Vielen Dank für deinen Host. Und viel Spaß beim Zuschauen. Wir versuchen rauszufinden, was mit uns nicht stimmt. Denn mit uns stimmt so einiges nicht. Zum Beispiel dieser Raum, in dem war ich doch gerade eben schon. Da waren da aber noch 3 Türen weniger. Ui. Ach so. Nach dem Backsteinmuster habe ich gesucht. Ich wusste, ich hab's hier irgendwo, aber dass es genau hinter der Tür ist, habe ich total vergessen. Ist echt lustig. Ich habe aber noch ein zweites Backsteinmuster. Genau das. Ah, super. Hier habe ich die beiden gelassen. Sehr schön. Sehr schön. Ah, die Reserve. Die habe ich total vergessen. Ja, ein Glück. Ein Glück habe ich die gefunden. Ich wüsste sonst nicht, was ich sonst ohne meine Backsteinmuster machen soll. Tschüss, ihr drei Verrückten. Das sieht richtig, richtig gut aus. Oh Gott. Wie er humpelt und humpelt und humpelt. Ratten? Was? Wieso flackert das Licht, wenn es alles Kerzen sind? Aureliasis. Was habt ihr denn für einen Namen? Vielen Dank für deinen Host, auch wenn der hier vielleicht nicht ankommt, weil das Twitch manchmal ein wenig Probleme damit hat. Easy to forget, leicht zu vergessen. Einfach mal danke für den Support. Die Tür ist zu. Da steht zwar kein Schloss, aber die ist auch zu. Ja, leicht zu vergessen. Gut, okay, dann haben wir es anscheinend vergessen, was hier mal passiert. Die ist auch zu, dann muss ich mich wieder rumdrehen, dann passiert wieder Apeshit, ne? Oder auch nicht, vielleicht wird es auch einfach nur arschdunkel. Bewegungsmelder, mach bitte wieder Licht an. Bitte wieder Licht. Was kommt denn hier unter der Tür durch? Was ist da drin, dass es leicht zu vergessen ist? Vielleicht meine eigene, meine Frau, meine Kinder. Was ist eigentlich mit den Kindern? Was hat es denn mit den Kindern auf sich? Ich hätte gern Licht. Oh Gott! Oh! Wer war das? Copperhead! Copperhead! Du Kreton! Du Kreton! Du Simple Fool, oder wie man so schön sagt in der Künstlerszene. Schon wieder unser Keller voller Bilder, unser Halluzinationskeller. Was ist denn damit passiert? Oh Gott. Ja, ja, das verschwindet. Stimmt. Wer deckt schon seine Möbel ab? Das ist ja, lass die mal lieber Staub fangen. Sieht viel geiler aus im Staub. So wie hier. Nee, ist Farbe. Ich lasse im Keller auch immer meine Kerzen an, ne? Erst recht, wenn ich da so viele Holzmöbel habe. Wow, hört ihr das? Hört ihr das? Wow, was war denn das? Selber schuld. Du hast mir den Bob versaut. Wo kommt das her?
Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ew. Ew. Ah, im Maul einer, natürlich. Afraid to look up. Warum hängt er die denn da auch hin? Das haben wir doch schon mal auf. Oh Gott! Warum hängt er die denn auch hin? Alter, was stimmt denn nicht mit ihm? Und da. Ich gehe jetzt hier raus. Wir können tatsächlich ein kleines bisschen das Klavier unserer Frau, unserer verbrannten, hässlichen, zuckenden Frau, die am Fenster steht und die sagt: Sam Shane 667, du hast voll übertrieben, mich hier zu followen, ich muss dich lieben, kriegst ein Bad, mach dich vertrieben. Kleines Gedicht, heute Nacht, der Sound, gib dir diesen Sound, ich mag ja Bässe. Aber das ist noch besser. Vielen Dank für dein Follow. Ich will das Klavier nicht anfassen. Es kracht doch wieder ein. Ich wusste es. Nein. Oh Gott. Die Realität zerbricht. Oh Gott. Mach die Kerze aus. Das Brandrisiko. Ist das gut? Oh. Der Timer sagt, es ist vorbei. Wir machen gleich Pause. Da. Ein falscher Ton und alles bricht zusammen. Die Magie ist dahin. Weil die Magie ist gerade verdammt unheimlich. Ich gehe einfach wieder raus aus dem Keller. Die Möbel verschwören sich gegen mich. Guck mal, die wollen mich da drüben nicht mehr reinlassen. Lass mich durch den Tisch. Voll die Kirchenglocken. Ich kümmere mich in der Pause dann mal um den Bot. Wir müssen dann gleich mal Pause machen. Die Zeit ist rum. Alter, ist das Brandrisiko. Ich will nicht immer vom Brandrisiko sprechen, aber es ist da, definitiv. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass unsere Frau... Oh Gott, braucht der lange. Dass unsere Frau abgefackelt ist und der hat hier überall Kerzen rumstehen. Ich meine, mit dem stimmt doch was nicht. Da muss man doch traumatisiert sein. YouTuber, ich möchte mich vielmals euch bedanken für das Zuschauen dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Licht aus.